Hallo Leute, willkommen zurück bei Madden 19 Ultimate Team. Ich bin der Wutflut und weiter geht's. Wir kämpfen uns hier erstmal im Ultimate Team Modus durch die Solo Challenges. Ich habe noch mal ein bisschen rumgeschaut hier. Wir haben hier noch zum Beispiel Squads, sind sowas ähnliches oder sind das gleiche wie die Battle Squads in FIFA. Mud Draft, denke ich, ist vergleichbar mit FIFA. Da gibt es ja auch den Draft oder den. Doch, den Draft-Modus heißt auch so. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Leute, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, wenn es gefällt, lasst ihr einen Daumen da. Wer es noch nicht hat, ein Abo. Und ansonsten geht's los. Ich habe vor, in dieser Folge hier ein paar Challenges zu machen. Wir sind in der Kampagne Preseason. Und zwar Practice. Die ersten drei Challenges. Wir hatten die letzte schon angefangen. So, weiter geht's mit der nächsten. Wieder CPU-Schwierigkeitsgrad ist Rookie. Es geht um 100 Coins. Der Gegner hat eine 58er Overall-Wertung. Und was müssen wir machen? Wir müssen also drei Pässe in einem einzelnen Drive schaffen oder einen Touchdown. Also beim Touchdown ist eh zu Ende. Ansonsten müssen wir in unserer aktuellen Angriffsserie jetzt drei komplette Pässe an den Mann bringen. Also auf geht's. So, wieder gegen die Steelers. Wie gesagt, wir haben insgesamt angefangen hier mit einer 61er Overall, sind mittlerweile schon bei 63. Das hört sich wenig an, aber ich finde, es ist schon einiges passiert hier bei unserem Ultimate Team. Wir haben Ben Roethlisberger als Quarterback bekommen und Odell Beckham Jr. als ersten Wide Receiver. So, jetzt konzentrieren. Drei Pässe müssen ankommen oder wir müssen Touchdown machen. So. Welcome back. This time we're going to do some passing practice. Challenges like this one offer multiple ways to beat it. On this drive you must either complete three passes or pass Also, for a touchdown. Formation, schauen wir mal. If you ever forget what the conditions are for beating a Wir challenge, nehmen die just pause Strong the game and view Aufstellung. them under challenge goals. Und an sich, oh, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Die Zeit oben läuft schon wieder runter. Fangen wir mit dem an. Mit den Slants. So. And now the offense getting set, first and ten. Sicherheit geht vor. Sollen wir erstmal starten hier mit einem Dreieck-Sicherheitspass? They'll throw on first down with Roethlisberger. Eieieiei, da wäre es ja, um Gottes Willen. Da war ja schon fast die Interception. And that's one he's got to be happy to have back. There wasn't a hole open in the zone. You'd have to think on early downs like that first down there, need to be a little bit more careful. Yeah, fortunately for him, got a couple more downs to play with. Wir machen mal Play Action Power Zero. So, die Verteidigung kann man hier schön erkennen, ist in der 4-3-Formation. Das heißt, wir müssen aufpassen mit unserem Pass. Odell bekommt ihn. Und da ist es doch. Ja, das war, da haben wir wirklich riesen Glück gehabt, dass wir den Odell bekommen haben. So, Touchdown ist da. 100 Coins auch. Weiter. So, wie ihr merkt, oben sind die Titel der Musiken immer eingeblendet, aber ich habe sie natürlich ausgestellt, weil ich bin einfach genervt von den ganzen Copyright-Meldungen von YouTube.
Deshalb ist die Musik bei meinen Let's Plays jetzt immer ganz aus. Ich weiß nicht, ob es größeren YouTubern auch so geht. Also FIFA, die ersten drei Teile sind bei mir komplett geblockt worden bei YouTube. Und jetzt habe ich halt die Musik ganz aus. Ja, nur als kleine Info, warum hier bei meinen Let's Plays keine Soundtracks zu hören sind. So, aber zurück zum Spiel. Level 3 haben wir erreicht. 100 Coins sind da, 250 gibt's dafür, dass wir Level 3 erreicht haben. Sehr schön. So, choose a challenge. Weiter geht's. So, jetzt sind wir in der Defense, in der Defensive. Wir dürfen nicht zulassen, dass unser Gegner in den ersten drei Versuchen 10 Yards erläuft oder dass er 2 Pässe anbringt. Okay. So, für diejenigen, die hier mit Football anfangen, die für die Madden das 19. der erste Teil ist oder das erste Mal, dass sie Football spielen, kann ich nur einen kleinen Tipp verraten, wenn man sich noch nicht so ganz mit den Formationen auskennt und selbst ich habe noch nicht alle so richtig durchschaut. Ich fange, oder ein sicheres Ding ist meistens eine 4-3-Verteidigung, ich zeige das jetzt gleich. Da ist man einigermaßen gut geschützt gegen Laufspiel, je nachdem, wie man seine Cornerbacks auch postiert. Time now to work on some so, jetzt kommt es bestimmt. Genau, Formation. Ich fange immer an mit der 4-3 und Cover 3 Sky. Ihr seht es hier jetzt gleich auf dem Feld. Ja, wir haben 4 direkt in unserer Defense Line. Und das hat auch schon mal gut geklappt. Ein Yard haben sie sogar verloren. Und ich nur das in der Eile des Gefechts habe ich jetzt. So, jetzt versuche ich mal hier die Cover to Sink, um ein bisschen zu verhindern, dass er hier nach außen passt. Und persönlich steuere ich immer ganz gern den Middle Linebacker. Hier könnt ihr euch angucken, wo wir an sich hin müssen. Also wir müssen uns ein bisschen nach hinten bewegen. So, oh, 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 da war er frei. So, 3 Yards konnte er laufen, das heißt 3. und 8. So, jetzt gehe ich wieder zurück auf die Cover 3 Sky Formation. Und ihr seht es jetzt hier an sich mit unserem Spieler hier, müssten wir hier so hin. Da ist er, da ist unser Gegenspieler. Und das war schon, weil den vierten wird er wahrscheinlich einen Punt machen. Alles klar, wir haben beides erfüllt. Sehr stark. 150 Coins. Wie gesagt, das war nur ein kleiner Tipp natürlich jetzt hier mit der Defense-Aufstellung. Weil das Spiel ist natürlich sehr komplex und ihr habt da zig Möglichkeiten. Ihr müsst es einfach austesten, wenn ihr wirklich noch nicht so fit seid. Ich bin jetzt selber auch nicht hier der Top-Crack, aber mit einer 4-3 am Anfang in der Defensive kann man erstmal, um auch so ein bisschen die Grundlagen und die Verteidigung zu verstehen, finde ich, sollte man damit anfangen. Das ist aber nur mein Tipp. So, dann geht es direkt weiter. Es geht um 50 Coins. 50 Coins. Und Golden Tate 3 Pack. Aha. Was müssen wir dafür machen? Complete this challenge to earn a new player. Promote him to a starter to improve your team. Ja. Ja, das ist ja einfach. Wir müssen für 5 Yards in den ersten 3 Versuchen passen. Das hört sich jetzt nicht schwierig an.
So, wenn der lädt, muss ich sagen, was mich interessieren würde, an die, die ein bisschen jetzt die Serie hier verfolgen, welche sind eure Lieblingsteams, eure Favoriten in der NFL? Schreibt es mir doch in die Okay, we're Kommentare, welches shifting Team our ihr focus to unterstützt, welches team ihr building auch now. vielleicht Beat the am challenge Fernseher to earn a vermehrt new verfolgt, player ja? for your team to win. So, Pass also for jetzt five or more yards to 5 Yard force passen. three plays. Das sollte ja nicht unmöglich werden. Ich gucke mir mal kurz an hier, was der Coach uns empfiehlt und wir nehmen, ja, der gefällt mir. The Panther offense here. They're ready to go on first and 10. So, Fasano. Oder wieder auf Beckham Junior. Aber das wird zu einfach immer den gleichen. Wir schauen mal. Wir schauen auch mal. Nein, wir nehmen ihn. Na, und er lässt ihn fallen. Also der war jetzt wirklich fangbar. Fair to say, hasn't been his best game throwing the football, but also not getting a lot of help out there either. Aber ja. Man hat es gesehen, wir haben halt nur, außer Odell, haben wir nur 60er, 61er Wide Receiver. So, 29 Sekunden Zeit. Was machen wir denn? I-Form. Slot Flex. Was haben wir da für möglich? Ja, versuchen wir es nochmal. Diesmal mal andersrum. Und ich hoffe, es ist wieder Odell. Nein, nein, die Hot Route hier ist Inman. Auf Kasten. Na, schauen wir es uns mal an. Second and 10, it's Roethlisberger once more. Er fängt. Und das war's. Challenge erfüllt. So, 50 Coins und ein Pack. So, Leute, die ganzen Folgen werden sich natürlich jetzt nicht nur drehen. Ich werde mich jetzt nicht nur filmen hier, wie ich die Challenges mache, sondern es dient natürlich dazu, wie in allen Spielen, wie es bei NHL der Fall sein wird, bei meinen Let's Plays, bei FIFA, dass wir uns ein Team aufbauen und dann natürlich, muss ich sagen, mein Hauptziel ist es dann natürlich der Wettkampf mit anderen Spielern, ja? Also online dann wirklich gegen andere menschliche Spieler zu bestehen. Aber wie gesagt, dafür müssen wir uns jetzt erstmal Schritt für Schritt ein Team aufbauen. So. Und wieder ein Pack Opening. Golden Tate, der dritte. Ein 65er Wide Receiver. Der Detroit Lions. Jetzt nicht unbedingt der Hammer, aber wir schauen direkt besser als die, die wir zurzeit haben. Wir haben natürlich Odell Beckham. Aber Inman, das war doch der gerade, der den Pass fallen gelassen hat. Der wird sofort ausgetauscht. No. Nein, dann machen wir es woanders. Machen wir es im anderen Bildschirm. So, für das Erreichen von Ultimate Level 4 haben wir ein Offensive Line Upgrade Pack bekommen. Und 68er. Ja, hervorragend. Sehr, sehr nice. Damit können wir unsere komplette Offensive Line auswechseln, hä? Sehr, sehr gut. Super. Left Guard war bisher unser Alex Boone. Booney, Boone. Ja, sofort tauschen. Jordan DeVay gegen James Stone, auch ein 60er Center. Das ist natürlich keine Frage.
wird eingesetzt. So, ich denke mal, da sie alle sind, können wir sie, da sie alle stärker sind als unsere bisherigen, können wir sie einfach direkt in die Startaufstellung befördern. So, jetzt müssen wir nur noch mal zurück. So, Practice Challenge haben wir damit abgeschlossen. Und jetzt will ich aber kurz in die Aufstellung, weil ich möchte natürlich unseren zweiten Wide Receiver, Team, da sind wir, nein, Team. Genau, da spielt immer noch Inman. Und er muss jetzt leider weichen. Und so ist er, Golden Tate. So, und das sieht doch schon gar nicht mal, das sieht doch schon viel besser aus jetzt. Immerhin haben wir schon mal eine 68er Offensive Line. Das heißt, das gibt unserem Quarterback doch mehr Zeit für Pässe. Sehr, sehr schön. So, weiter. Jetzt sind wir natürlich erst Level 4, wie gesagt. So, Campaign, Preseason, Teambuilding, das Motto meiner Folgen zurzeit. So, hier bekommen wir einen neuen Spieler, Daron Jones. Also, diesmal müssen wir 5... Okay. Ich war jetzt ein bisschen verwirrt, weil hier steht ja, for this challenge, allow 5 or fewer complete passes this drive. Ah ja, 5 oder weniger Pässe natürlich. Alles klar, da oben, ja klar. Maximal 5 erlauben oder weniger. Okay, okay. Ich war verwirrt. So, jetzt war ich so erfreut, dass unsere Offensive Line verbessert wurde. Aber jetzt für diese Challenge wäre es nicht schlecht, wenn wir natürlich auch in der Defensive ein bisschen besser wären. Ich finde es kurios, dass wir jetzt hier die ganze Zeit gegen die Steelers spielen und auch wenn wir den Quarterback haben, den Ben Roethlisberger, muss ich gestehen, ich bin überhaupt kein Fan der Steelers. Complete this challenge to earn another player and we'll show you a different way to put him in your lineup. Now you beat this challenge by allowing five. So, dann fangen wir mal wieder an. Unser Standard Defense 4-3 Cover 3. And the Steelers, they're ready to rock on first and 10. They go play action here on first down. Over the middle here to Brown. Now he's going to get this all the way down inside. Oh nein, nicht gut. Der erste Pass kommt direkt an. Aber hier geht es ja nicht um Yards. Hier geht es ja darum, dass wir einfach 5 Pässe verhindern. Any defender can step up and fill it. They did it well there. Perfectly executed crossing route.
Now Roethlisberger gonna hand the bell, and he'll get a little over two, maybe a full three down to the 32-yard line. They tried a quick hitter inside, but that one was swallowed up because what they're hoping, those big defensive linemen will take the bait and move laterally and open up a crease that they can run through. Didn't happen on that play. So, dann decken wir mal hier das hintere Midfield ab. Roethlisberger with a give to Bell. And he's going to fight his way forward here for a modest gain. Ahmad Brooks in on the stop. And that was a good run. This was only one of nine guys of over 1,000 yards in 2017. And I think you can't let him run wild here. So, spielen wir mal Tempo 2. Always, that is the threshold. You want to keep him under that if you want to play good defense. Dritter und vier. From the gun on third down, it's Roethlisberger. Oh, und ich habe es selber mit meinem gesteuerten Spieler verkackt. 15-yard line before he's brought down. 13 yards on his first catch. It's a first down as well. So, versuchen wir mal einen Blitz jetzt. So far in the opening drive. We always talk about confidence in runners and catchers and quarterbacks. How about the protection detail? They're not allowing anyone near the guy throwing the football. The give is to Bell. And able to push his way forward here for a good little gain. It's a 6-yard pickup, but it gets him to second and four. Despite the blitz, they're still able to pick up a nice solid gain. The disadvantage of blitzing often alters the normal spacing and run fits and leaves creases like they were able to exploit right there. So, diesmal keinen Mist machen. A give to Bell. And the stop will come inside the five at the four. Es hat gereicht für ein First Down. First and goal. It's funny, partner. Le'Veon Bell, when he came out of Michigan State, when I go back and look at my analysis of him and what my grades were for him, thought he was a big-time player, great potential, but I didn't know we were going to get this player. I was used to a big, solid, thick running back. Ja, jetzt müssen wir. Wir müssen sie zurückdrängen. Package, a guy who can do everything, as we just saw there, including breaking tackles. But at the time, second-round pick in 2013, some people probably wishing they'd taken him in the first. Now Bell. And he's maybe going to get this back to the four, but that's about all. They'll say no gain on the play, and it'll be second and goal. All right, quick observation, Brandon, because early on in this game, I'm seeing linebackers... Free fire, jetzt machen wir mal engage 8. My guess is the wheels are turning on that other sideline as a play caller. Müssen wir blitzen, meiner Meinung nach. Darf jetzt keine Zeit mehr bekommen, um hier noch lang zu überlegen. Und direkt die gleiche Aufstellung nochmal. Und dann hier versuchen, durch die Offense reinzukommen. On third and goal, Roethlisberger. Und der Druck hat sich ausbezahlt. Let's face it, perfection is something we all chase, whether it's playing this game or whatever we do. Hard to attain, but that's what they were searching for as that pass goes incomplete. So on fourth down, the Steelers call on the number of Chris Boswell for the field goal try. From the left hash, should be a fairly easy one here. And Boswell's kick is good. Great job completing yet another solo challenge. Now this time, try putting the new player you just earned into your... Ja, wir haben es geschafft. Weniger als 5 Pässe. Wir haben zwar viel Gold kassiert, aber das interessiert ja letztendlich nicht. 100 Coins bekommen. Ein Pack. Das wird natürlich sofort geöffnet. Und da ist er, Middle Linebacker Dayon Jones
von den Atlanta Falcons. 65er. Ja, damit dürfte auch er besser sein, hm? Als unser aktueller Mittellinebacker Bowman. Also tauschen. So, die Tipps brauchen wir hier nicht, oder? Können wir irgendwas damit machen? Is not unable to promote. This item is not. Nein, also 25 Coins nehmen wir mit dafür. So, Leute, ich sehe schon wieder 25 Minuten. Ich muss sagen, bei diesem Spiel hier vergeht die Zeit wahnsinnig schnell. Aber die Folge ist lang genug. Weiter geht's ja noch mit den nächsten Challenges in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wie gesagt, vergesst, wenn es gefallen hat, nicht den Daumen nach oben. Und ansonsten hoffe ich, ihr seid auch bei der nächsten Folge dabei. Ciao, ciao.